haben wir uns wieder erwischt. Du hast heute schon wieder getan? Ja. Was schaue ich mir näher an? Melanie, heute? Ich komme rum. Hallöchen. Hallo Melanie. Heute macht's Aua. Heute macht's Aua, du bist doch daran gewöhnt. Jetzt will ich aber Details sehen. Es wird, lass mich raten, es wird ein Riesensmiley. Nein. Ein Fensterkreuz. Nein, trinkst du, sag mal. Es wird ein Oktopus, danach kommt noch ein Totenkopf und ein Anker mit rein. Aber wir fangen heute erstmal mit den Oktopus-Tentakeln an. Und warte, Melanie, ich komme rum, Stunde der Wahrheit. Wird danach Schluss gemacht? Nee, es wird nicht Schluss gemacht. Geht weiter? Also der komplette Arm wird auf jeden Fall noch voll. Und dann, wir finden immer wieder neue Projekte, ne, Peter? Wo kommt nichts hin? Was bleibt frei? Also die Brüste bleiben frei, der Hals bleibt frei, das Gesicht bleibt frei, die Lulu bleibt frei. Es gibt schon einiges, was frei bleibt, um Gottes Willen. Es wird jetzt hier kein... ein Ganzkörperprojekt. Jahrzehntprojekt oder so. Ich sehe, du bist vernünftig. Auf jeden Fall. Denn der Hals bleibt frei. Aber meine Oma meckert bei jedem Mal wieder. Immer wenn ich was Neues habe, meckert sie immer wieder. Aber was soll's, Mensch? Es ist halt so schön bei den BKÖs zu Hause. Wie alt ist deine Omi? Meine Oma ist jetzt, die müsste jetzt 75 sein. 75 ist er. Andere Generation. Andere Generation, ja. Der Papa findet es auch nicht so toll, aber was soll's. Aber ich habe den Papa so weit hingekriegt, dass wir demnächst zu dem Peter fahren und er möchte sich ein Tattoo stechen lassen mit meinem Namen. Sehr geil. Immerhin. Besser als ein anderer Name. Besser als ein anderer Name, natürlich. Besser als Mamas Name. Man weiß ja nicht, ob die ewig zusammen sind, ne? Weiß man ja auch nicht. Komm, nach 30 Jahren kann sich das ruckzuck ändern, aber ich bleibe immer die Tochter. Das hält. Das hält. Danke, Peter. Danke, Melanie. Bitte, bitte. Viel Spaß noch.